Jetzt am Wort Außenminister Alexander Schallenberg, ÖVP. Eine Momentaufnahme einer Welt, die gerade im Umbruch sich befindet. Und ich muss ganz offen sagen, seit Januar 2020, seit Beginn dieser Legislaturperiode, befindet sich das Außenministerium eigentlich in einem Dauerkrisenmodus. Es hat begonnen mit dem größten Cyberangriff überhaupt in der Zweiten Republik auf das Außenministerium, das wir Gott sei Dank meistern konnten. Gleich eigentlich fließend übergegangen in die Herausforderung der Pandemie, Grenzschließungen, Grenzmanagement, Pendler nach Österreich bringen, Erntehilfe, Pflegepersonal, die größte Repatriierungsaktion, auch wieder in der Zweiten Republik, wo wir Tausende sicher nach Hause gebracht haben, Hilfe bei der logistischen Hilfe, bei der Besorgung von medizinischen Gütern. Letzten Sommer Schlagwort Afghanistan, Evakuierungen, die ganze auch menschenrechtliche Thematik in der gesamten Region und ja, dieses Jahr der Zivilisationsbruch. Und es ist schon bemerkenswert, dass wir gerade in einer Phase leben, wo wir eigentlich zu jedem Jahr ein Schlagwort sagen können, ein Krisenschlagwort, Pandemie, Krieg. Also es ist eigentlich atemberaubend, in was für einen Umbruch wir uns gerade befinden. Und ich muss ganz offen sagen, bei all diesen Krisen kann ich nur sagen, ich bin stolz. Stolz, an dieser Spitze des Außenministeriums zu stehen, stolz an diese sehr wenigen 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außenministeriums. Das ist wohlgemerkt das Budget, das Ministerium mit dem kleinsten, zweitkleinsten Budget dieser Bundesregierung. Und ich glaube, dieses Team leistet Großartiges in diesem Krisenmodus. Und ich möchte da auch diese Gelegenheit nützen, um mich ganz, ganz ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Außenministeriums zu bedanken. Ja, die Situation, und das wurde jetzt schon von mehreren Abgeordneten beschrieben, ist eine herausfordernde. Der Wind ist rauer, wie der Urlaub, könnte man sagen, 30 Jahre Urlaub von der Weltgeschichte ist beendet. Robert Kagan hat einmal gesagt, US-amerikanische Politikwissenschaftler, die Europäer leben in einem postnationalen Paradies des Friedens, während außerhalb noch die Regeln der Macht gelten. Ja, wir sind irgendwo schrittweise aus diesem Garten Eden vertrieben worden. Das hat niemand gerne. Man will gerne wieder zurück in den Staat, in den scheinbar heilen Status quo ante, wobei wir ihn ja damals auch nicht als heil empfunden haben. Aber das ist nicht möglich. The world has moved on and so must we, zu einem gewissen Grad. Und es bleibt da sicher auch in Zukunft für uns sehr herausfordernd. Eines ist für mich klar, was die letzten Monate und Jahre gezeigt haben, und das möchte ich hier nochmal betonen. Daher bin ich auch für jede Unterstützung dankbar. Ich bin dankbar, dass Abgeordnete sich den mühseligen Weg, ich habe den selber ja zweimal gemacht, mit dem Zug die 12 Stunden nach Kiew zu fahren, dass der Präsident des Nationalrates und viele Abgeordnete so engagiert sind außenpolitisch. Außenpolitik darf gerade für ein Land mit knapp 9 Millionen Einwohner nicht das Geschäft einer Person sein, sondern das müssen wir auf allen Ebenen sehr aktiv betreiben. Daher auch hier mein Dank an die Damen und Herren Abgeordnete, die sich hier auch persönlich engagieren. Und Sie wissen, wenn Sie im Ausland sind, unsere Vertretungen, das ist keine Luxuseinrichtung. Die sind Teil unserer Lebensversicherung. Das ist Teil unserer Augen und Ohren, unseres Frühwarnsystems. Die erledigen Aufgaben, die uns keiner abnimmt. Und ja, Herr Abgeordneter Kassecker, ich freue mich sehr, dass Sie offenbar meine Strategie richtig verstanden haben. Sie haben das sehr schön wiedergegeben, wofür ich eigentlich einstehe. Und es gibt sehr wohl eine Strategie. Und ja, Außenpolitik ist Interessenspolitik. Ich bin kein Freund dieser künstlichen Trennung. Es gibt die Innenpolitik und draußen am Haus der Republik gibt es dann einen schönen Balkon, da hat so ein paar Blumen dran und da sitzen die feinen Leute und tun Champagnisieren. Nein, Außenpolitik ist Interessenspolitik. Die Vertretungsbehörden sind die Außenstelle Rot-Weiß-Rot unserer Politik, ob es Wirtschaft ist, ob es Klima ist, ob es Kultur ist, in allen Bereichen sind sie die Außenvertretungen des Rot-Weiß-Rosen-Hauses Österreich und dazu stehe ich auch. Und ja, wenn Sie sagen Strategie, wir haben eine sehr wohl eine Strategie. Ich sage hier seit 3 Jahren in diesem Hohen Haus immer dasselbe im Grunde genommen und leider Gottes bestätigen mich die historischen Ereignisse der letzten Jahre. Was ist unsere Strategie? Das klang vielleicht banal noch vor 3 Jahren, aber es ist es in der Zwischenzeit nicht mehr. Ich will, dass wir weiterhin eine offene, pluralistische, demokratische Gesellschaft à la Charles Popper mit allen Grund- und Freiheitsrechten bleiben und dass wir in einem sicheren Verband sein können. Das klang noch banal und ich habe immer wieder in diesem Hohen Haus vertreten und gesagt, wir sind in der Zwischenzeit global gesehen eine Minderheit. Nur noch rund 20 bis 30% aller Staaten der UNO vertreten unser Lebensmodell, unser Wertemodell.
Und dazu zählen die Vereinigten Staaten. Sie sind die Weltmacht Nummer eins in dieser freien Welt. Und ja, wir sind eine Wertefamilie mit ihnen. Das habe ich auch immer wieder in diesem Haus gesagt. Und es ist mir dabei egal, wer Präsident dort ist, das wähle ich nicht. Ich habe weder Netanyahu noch Bennett, sondern auch die israelischen Beziehungen beruhen auch darauf. Es ist in Wirklichkeit die einzige pluralistische Demokratie im Nahen Osten. Und wir haben eine historische Verantwortung. Da gibt es also zwei Gründe dazu. Das ist eine klare Strategie. Ich hätte mir nicht erhofft, dass diese noch sehr, vielleicht vor 3 Jahren hat man gelächelt und das nicht wirklich wahrgenommen. So, mit dem 24. Februar sind wir draufgekommen, hoppala, das ist tatsächlich notwendig. Wir müssen auf die Hinterfüße stellen, wenn wir dieses System beibehalten wollen. Und dafür steht das Außenministerium, dafür stehe ich persönlich und das muss dann durchdeklinieren. Und noch einen letzten Satz zur Frage, und das fand ich etwas erstaunlich, der Nicht-Einmischung in die Politik anderer Staaten. Erstens, das ist ein wesentliches Element der Außenpolitik. Wenn Sie Entschließungsanträge hier im Parlament zustimmen als FPÖ zum Iran, zu anderen, dann könnte man sagen, mischen Sie sich bitte nicht bei der Todesstrafe in Innenpolitik des Irans ein. Nein, das machen Sie und Sie machen es völlig zu Recht. Und genauso ist es noch verstärkt innerhalb der Europäischen Union. Wenn wir im Außenverhältnis für unser Wertemodell eintreten, dann müssen wir auch Glaubwürdigkeit im Innenverhältnis haben. Und ja, wenn man sich die ersten 4 Artikel des EU-Vertrages anschaut, es ist auch eine Wertegemeinschaft, eine Rechtsgemeinschaft und der ganze Binnenmarkt beruht auf Einmischung im weitesten Sinne, im besten Sinne des Wortes. Und um dadurch auch diese ever closer Union, das Zusammenwirken und Zusammenwachsen zu befördern. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich bin weiterhin ein glühender Befürworter dieser ever closer Union. Danke sehr. Vergangene Jahre seien unter den Schlagwörtern Pandemie, Krieg, Krise gestanden. Die weltpolitische Situation derzeit sei herausfordernd, so Alexander Schallenberg, Außenminister von der ÖVP.